Zwei. Dann darf ich bitten, die Türen zu schließen und die Kolleginnen und Kollegen noch einmal sehr herzlich im Namen des SK Rapid begrüßen. Wir haben uns ja schon einige Stunden jetzt gesehen. Die meisten haben das Angebot genutzt und die ordentliche Hauptversammlung 2022 hier im Livestream in fast voller Länge gesehen. Ich darf der Dame und den Herren am Podium, aber sind auch welche hier im Zuschauerbereich unter Anführungszeichen, sehr herzlich gratulieren zur Wahl mit 87,7% Zustimmung der weit über 1.000 abgegebenen Stimmen und darf den Präsidenten, den Rapid-Präsidenten Alexander Wawetz bitten, uns auch hier ein paar Sätze zu sagen über diese geglückte Wahl und wie es jetzt weitergehen wird. Ja, danke schön, schönen guten Abend, danke fürs lange Ausharren. Ich finde, dass diese 88% oder fast 88% ein starkes Signal sind und für uns ein sehr großer Vertrauensvorschuss, aber gleichzeitig auch ein Auftrag, und den wir annehmen, dass wir hier das, was wir vorgestellt haben, was wir machen wollen, auch umsetzen können. Es heißt immer, und hat im Vorfeld Diskussionen gegeben, Fragestellungen gegeben, wie kann so eine Wahl bei Rapid ablaufen. Ich glaube, dass die Mitglieder eine klare Antwort gegeben haben, dass man gesagt hat, ja, wir sind ein demokratischer Mitgliederverein, bei uns gibt es Mehrheitsentscheidungen, aber wir sind kein zerrissener Verein, sondern die Entscheidungen fallen mit sehr, sehr großer Mehrheit, und ich bin eigentlich also sehr glücklich, aber auch positiv beeindruckt, weil da kann man immer dann, wenn man so zusammengeht, neu ist etc., hätte es viele Fragen geben können, aber offensichtlich konnten wir die beantworten. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, wir gehen am Montag an die Arbeit, werden unsere erste Sitzung haben, dort zu arbeiten und zu beschließen, beginnen. Und ich freue mich auf auch Ihre Fragen, wenn es dann noch welche gibt. Vielen Dank. Ich darf auch gratulieren der Vizepräsidentin, die erste Vizepräsidentin beim SK Rapid, nicht die erste Frau. Wir hatten mit der Petra Gregoritz im Vorvorgängerpräsidium bereits die erste, mit der Monisha Kaltenborn und der Michi Dorfmeister im letzten Präsidium zwei. Meine Frage: Die neue Welt des Fußballs, des Vereinsfußballs, wie hat sich das da heute angefühlt? War das so wie erwartet oder doch überraschend? Und auch ein paar Sätze zu den ersten Vorhaben. Ja, vielen lieben Dank. Danke auch fürs Kommen. Danke für das Interesse. Wie der Alexander Wawetz schon gesagt hat, wir haben hier einen sehr breiten Zuspruch gekriegt, nachdem wir unsere Ideen präsentiert haben. Ich glaube, die Hauptbotschaft, dass wir natürlich in erster Linie ein Fußballverein sind und Fußball spielen wollen und erfolgreich Fußball spielen wollen und jetzt schauen, was es im Wirtschaftsbereich und im Organisationsbereich dazu braucht, um das bestmöglich zu unterstützen. Die Botschaft ist gut angekommen. Deswegen freue ich mich über diese breite Zustimmung. Wie der Alexander auch gesagt hat, das ist natürlich jetzt auch ein Auftrag. Wir beginnen sofort, unsere Projekte umzusetzen. Auf das freue ich mich. Die Stimmung war wirklich gut. Und ich glaube, was heute ganz klar gekommen ist, ein Bewusstsein und ein Commitment, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Und auf diese Arbeit freue ich mich sehr. Danke. Auch danke, lieber Steffen. Seit über zwei Jahrzehnten beim SK Rapid, jetzt im Präsidium. Wir haben es gehört, in der Gruppe Sport natürlich, gemeinsam mit dem Michi Hartz, der auch bei uns ist. Hallo Michi, auch Gratulation an Michi Hartz, zur Wiederwahl in dem Fall. Und bei Michi Dorner, Michi Hartz und du. Und wir haben auch gehört, du wirst dann operativ in die Geschäftsführung einsteigen. Wie hast du die heutige Veranstaltung empfunden? Und vielleicht auch von dir ein paar Worte zu den ersten Vorhaben ab Montag oder morgen. Ja, die Wahl habe ich ja oder den ganzen Tag natürlich sehr viel Spannung, sehr viel Vorfreude, sehr viel Arbeit vorher da gewesen. Aber ich glaube, es hat sich ausgezahlt. Wir haben für mich ein richtig tolles Ergebnis bekommen, was aber natürlich auch eine große Bürde für uns ist. Und wir wollen dem Ganzen gerecht werden. Und da werden wir uns richtig reinknien und beginnen, alle Dinge umzusetzen, die wir vorhaben. Und am Ende des Tages geht es bei uns darum, dass wir am Wochenende da drin im Stadion Spiele gewinnen, und dafür werden wir alles geben und dafür werden wir hart arbeiten. Natürlich ist das eine Geschichte oder ein Projekt, das nicht von heute auf morgen, wo man nicht den Schalter umlegen kann, sondern das wird
mittel- bis langfristig etwas werden, aber wir sind guter Dinge, dass wir das in diesem Team mit dieser wunderbaren Unterstützung unserer Mitglieder und wir als gesamte Rapid-Gemeinschaft da was Gutes aufstellen können. Vielen Dank auch Steffen. Ich bin überzeugt, auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wollen wir gerne Spiele gewinnen, weil dann wird es heißen Europacup, weil du gesagt hast, am Wochenende Spiele gewinnen. Ja, jetzt müssen wir mal bis zum Sommer am Wochenende viele Spiele gewinnen, damit wir ab nächsten Sommer dann wieder unter der Woche öfter spielen können. Und das muss natürlich das Ziel sein. So was. Und dann auch beim neuen Präsidium geht eine liebgewonnene Tradition weiter. Die erste Frage stellt nämlich seit rund 2 Jahrzehnten immer ein gewisser Herr Christian Hackl von der Tageszeitung Der Standard. Also erstmal gratuliere. Hören wir mich? Ja. Zweitens, ich meine, vor 3 Monaten sind alle Leute da gesessen. Steff, du weißt das, da hat man gerade den Verein zerreißt. Ja? Ich weiß, der Fußball ist schnelllebig, bei Rapid ist irgendwie alles nur schnelllebiger. Das war ja halt ein harmonischer, geht es gar nicht mehr. Das war ja wie bei einer Weihnachtsmette fast harmonisch. Gene, muss es trotz allem, ist es gut so, dass das so schnell geht oder muss aber Rapid nicht trotz allem schauen, eine Form der Entschleunigung vielleicht auch zu erreichen, dass irgendwie der Verein nicht alles so hysterisch ist in beide Seiten? Kann man da irgendwas machen an den Präsidenten, die Frage? Naja, wir haben eh nicht vor, gleich wieder abzutreten, sondern wollen das jetzt eh bleiben und hoffen, dass das auch eine Stabilität bringt. Okay. Und da bin ich eigentlich ganz sicher. Ja, das war das ganze Gefühl, war sehr, sehr stark mit vielen Mitgliedern gesprochen, die gesagt haben, wir wollen jetzt einmal eben eine Stabilität haben. Wir geben euch da den Auftrag, aber wissen auch, dass nicht Wunder in 3 Tagen geschehen können, aber dass ihr euch da ordentlich bemühen werdet. Und ich glaube, das ist für mich sehr spürbar. Und ja, ich glaube, ein bisschen ist es, also erstens einmal muss man schon sagen, dem Steffen zu verdanken, dass er in der Situation, die wirklich schwierig war, wo das alte Präsidium zurückgetreten ist und der Verein eigentlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation war, an uns herangetreten ist und gesagt hat, ob wir nicht hier die Verantwortung übernehmen wollen. Und wir haben uns entschieden, ich habe gleich gesagt, das ist ein gewisser Vorteil, jetzt insbesondere von Edeltraud und mir, dass wir da jetzt neu sind, insofern, als wir nicht jetzt mit der Geschichte allzu viel zu tun haben und weil es auch gar nicht jetzt darauf ankommt, zu überlegen, was war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren, sondern was tun wir in der Zukunft. Und das war, glaube ich, auch richtig, war nicht einfach, aber dass wir dann gesagt haben, mit dem Stefan Singer und dem Michi Hartz und dem Stefan Kehr zu sagen, wieso joinen wir nicht unsere Kräfte und das gemacht zu haben und hier dann eben auch das natürlich dazu beigetragen hat, dass wir hier jetzt einmal ohne tiefe Gräben beginnen, sondern gemeinsam beginnen. Du bist irgendwie der Initiator dieses ganzen neuen Präsidium, dass das irgendwie wieder auf Schiene kommt. Wie schaut es jetzt konkret mit dir aus? Was ist da der Plan? Welche Funktion wirst du übernehmen? Es ist schon gesagt worden, dass der Zocki Trainer bleibt. Wer macht jetzt Geschäftsführer? Und dann auch Wirtschaftsgeschäftsführer, da frage ich den Alexander Wabitz. Da sagt man jetzt interimistisch, ist der Werner Kuhn. Wie geht es da weiter? Also zuerst. Wenn ich beide Fragen beantworten darf und Steffen dann auch ergänzt. Wir haben gesagt von vornherein in unseren Gesprächen, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf und finden es ganz toll, wenn der Steffen ins Präsidium kommt, mit uns gemeinsam antritt, mithilft, dass wir das Ganze auch gut etablieren. Und das war entscheidend. Gleichzeitig haben wir dazu gesagt, die Rolle von Steffen ist aber am Ende des Tages im Management der GmbH, in der Geschäftsführung letztlich, wie das ist. Wir werden jetzt eine Phase haben, wo wir, ich habe gesagt, am Montag
beginnen werden mit der Arbeit, wie das genau ausschauen wird, mit welchem Timing wir das alles auch machen. Aber eines ist für mich auch klar, dass der Steffen in der Geschäftsleitung der GmbH dann auch eine wichtige Rolle spielen hat, um dort die Stimme des Sports zu verstärken. Er wird nicht Sportdirektor werden. Und wie wir dann die Geschäftsleitung eben genau aufstellen, das werden wir zeitnah, aber auch nicht eben jetzt heute Abend dann festlegen. Und da glaube ich auch, was aber auch wichtig ist, das ist wieder uns jetzt als Präsidium wichtig, dass wir diese, ja jetzt sage ich Scharnierfunktion haben zwischen der Geschäftsführung und dem Präsidium, dass er eben uns auch im Präsidium also auch so lange zur Verfügung steht, bis das dann auch wieder auseinandergeht. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige und gute. Und das Zweite, was aus meiner Sicht seine Aufgabe ist, ist, dass wir das, was wir die ganze Zeit jetzt auch heute bei der Veranstaltung oder bei der Versammlung gesagt haben, unser Ziel ist, dass wir den Sport in den Mittelpunkt stellen. Und das für den Sport beim SK Rapid soll der Steffen sprechen, und zwar nach innen und nach außen. Und das ist auch ein ganz klares Signal. Er soll aber auch im Management der GmbH dann natürlich eben genau das einbringen, dass man sagt, diese gute, enge Verzahnung zwischen den Bereichen, weil das war ja jetzt eines der Themen, die wir gehabt haben, Sportdirektion, aber das ist ja nicht nur der Direktor, sondern auch die Strukturen und der Wirtschaftsbereich, wie sind die verzahnt? Und da kann er mit seinem also ganz, ganz großen Wissen, seinen klaren Vorstellungen eben auch dann hier seinen Beitrag dann da sehr gut leisten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Wirtschaftsgeschäftsführung. Wir werden am Montag einen interimistischen Geschäftsführer bestellen. Wir haben darüber auch im Präsidium, jetzt gewählten Präsidium, schon davor gesprochen, aber konnten natürlich, weil wir noch nicht bestellt waren, gar keinen Beschluss fassen. Daher möchte ich dem insofern nicht vorgreifen, dass ich sage, wir werden beschließen, aber ich kann Ihnen sagen, ich werde vorschlagen, den Werner Kuhn interimistisch zu bestellen, und gehe davon aus, dass wir das auch, dass wir die Zustimmung dazu haben werden. Werner Kuhn brauche ich, glaube ich, hier nicht vorstellen. Und wir haben eine Situation, wo wir rasch handeln müssen nach dem Weggang von Christoph Peschek. Wir und jemand da haben, der das Geschäft bestens kennt, insbesondere auch zu den großen Sponsoren etc., dem muss man, Werner Kuhn muss man nicht vorstellen. Ich kenne ihn seit Jahrzehnten, nämlich noch in seiner damaligen Rapid-Funktion als einen der wichtigsten Stakeholder und Rechte Gegenübers, damals aus meiner ORF-Zeit. Und ich glaube, er ist da der Richtige, das zu machen. Das wird aber interimistisch sein, das ist auch klar und besprochen. Und wir werden auch am Montag dann beschließen, wie das Prozedere ist, um eben dann auch möglichst rasch zu einem definitiven Wirtschaftsgeschäftsführer zu kommen. Sir Alexander hat jetzt so viel geredet. Was möchtest du von mir noch wissen? Was möchtest du von mir noch wissen? Wie dein Name jetzt ausschaut, welche Funktion du genau einnimmst dann, jetzt als Sportkoordinator, ich meine, du bist eigentlich der wichtige sportliche Mann, braucht man jetzt überhaupt einen Sportgeschäftsführer und es ist klar, dass der Zocki jetzt Trainer bleibt, wird da sein Vertrag ungeändert, als er hat ja einen Vertrag bis 2024 als Sportgeschäftsführer. Da waren wieder mal sehr viele Fragen von dir, wie meistens. Aus dem Präsidium zurückziehen, also ich muss ehrlich gestehen, wie wir da die Gespräche begonnen haben, war es so, dass ich gesagt habe, ja, wir gemeinsam führen diese Liste zusammen, wir stellen uns der Wahl und so schnell wie möglich möchte ich auch wieder raus, aber
Ich meine, ich bin noch nicht so lange in diesen Ebenen und sehe es eigentlich für mich als etwas, wo ich sehr viel lernen kann von so tollen Leuten, die da im Präsidium sind. Und deswegen glaube ich, gibt es da keinen Zeitdruck, dass ich jetzt gleich aus dem Präsidium rausgehe. Meine Rolle in der näheren Zukunft mal, bis wir das wirklich alles klar durchgesprochen haben, auch wie die Struktur dann im Bereich Sport oder allgemein in der Geschäftsführung ausschauen wird. Für mich ist einmal das Wichtigste, dass ich da bin zwischen Sport und Wirtschaft, dass ich den Zocki unterstütze, dass ich aber auch eben diese Verbindung bin vom Präsidium in die Geschäftsführung, in die Röhre, ins Trainingszentrum. Also es wird genug zu tun sein und natürlich auch mit unserem Team im Präsidium, die für den Sport zuständig ist, diese Themen wie Zocki, Trainer, Zocki, was möchte er, diese Dinge mit ihm besprechen, die Dinge besprechen, wie geht die Struktur weiter, holen wir einen Geschäftsführersport, holen wir wen auch immer, der den sportlichen Bereich einfach dann unterstützt und führt. Aber ich glaube, ich meine, wir haben am Montag unsere Sitzung, wir werden danach dann sehr transparent auch immer versuchen zu informieren. Aber ich glaube, dass wir jetzt unsere Diskussion also gerne führen, aber nicht jetzt hier im Detail, bitte. Also ohne das abzubrechen, aber vielleicht gibt es noch andere Fragen. Bitte, Alexander Huber vom Kurier. Ich hätte eine Frage an die Frau Vizepräsidentin. Sie sind ja Expertin auch für Organisationen, wie man Organisationen besser strukturieren kann. Sie haben jetzt Rapid besser kennengelernt. Würden Sie sagen, dass so wie es jetzt war mit zwei gleichberechtigten Geschäftsführern, dass das eine sinnvolle Struktur ist für einen Verein in dieser Größe? Naja, das gilt sich jetzt im Detail anzuschauen. Ich glaube, davor gelagert muss die Diskussion und die Analyse sein, wie denn überhaupt Entscheidungen wo getroffen sind und wie man das gut aufeinander abstimmt. Da denke ich schon, gibt es noch einiges zu tun. Und die nächste darauf folgende Entscheidung ist dann, wie man hier Geschäftsführung Sport, Geschäftsführung Wirtschaft und ob es noch ein weiteres Bindeglied braucht, wie man das gesamte, wie man so schön sagt, Governance-Struktur ein bisschen zeitgerecht aufschaut. Ich glaube, da gibt es Platz für Improvement, was genau für Rapid passt, werden wir in den nächsten Wochen wissen, wenn wir mal schauen, was ist schon alles da, wo gibt es die Probleme, wie kann man die vielleicht mit einer moderneren, zeitgerechteren Variante besser aufstellen. Eine Frage an den Steffen, du hast ja auch einiges riskiert, wenn das irgendwie schiefgegangen wäre, wenn du keine gescheite Liste zusammenbekommen hättest, wenn du wenig Zustimmung bekommen hättest, dann wärst du jetzt sicher nicht nur persönlich enttäuscht, sondern wäre wahrscheinlich auch dein Status als Vereinslegende angekratzt. Also das Ganze war jetzt nicht so ungefährlich. Hast du dazwischen irgendwann einmal gezweifelt, dass es gut ausgehen wird? Natürlich habe ich mir dann irgendwann einmal am Abend gedacht, was hast du da angefangen? Aber je mehr Leute dann dazugestoßen sind und eben gerade die beiden, die neben mir sitzen, sind für mich extrem wertvoll und extrem wichtig. Und dann habe ich mir schon gedacht, das ist eigentlich schon etwas sehr, sehr Gutes, was uns allen da gemeinsam gelungen ist. Und hoffe natürlich, dass wir mit dem gleichen Engagement weitermachen, wie wir es jetzt bis zur Wahl gemacht haben. Und bin davon überzeugt, dass wir viele tolle Dinge umsetzen können. Und deswegen hat sich für mich die Frage natürlich nicht gestellt, ob ich das jetzt irgendwann abbreche oder nicht, sondern wenn man was beginnt, dann macht man das auch bis zum Ende. Noch eine Frage. Sie haben beide sicher jetzt nicht immer alles perfekt gemacht, aber Sie haben beide zu mir gesagt, sowohl der Helmut Schulte als auch der Freddy Pickel, auf lange Sicht wird der Zocki im Büro nicht glücklich sein. Er ist einer, der auf den Rasen gehört, der mit Herz und Seele Trainer ist. Jetzt merkt er selbst, wie gut ihm das tut. Du hörst jetzt eher so an, als würdest du künftig mehr im Büro unterwegs sein. Aber du wirkst eigentlich auch am Rasen immer am glücklichsten. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass man dann vielleicht aus einer Verantwortung über einen Verein einen Job macht, der nicht perfekt zu einem passt? Also ich glaube schon,
Also ich bin kein Trainer wie der Zocki. Also ich habe es beim Zocki jetzt erlebt. Ich meine, ich habe ihn lange genug gesagt, wenn das nicht gut ausgeht, dann wird er sich hinsetzen müssen und den Trainer machen müssen. Und ich sehe den Zocki jeden Tag und irgendwie ist er jeden Tag jünger geworden und ich jeden Tag älter geworden. Aber bei mir hat es damit was zu tun gehabt, dass ich Sportkoordinator, Co-Trainer und da eine Wahl vorbereitet habe. Aber ich glaube, der Zocki gehört auf den Platz. Das merkt man, es tut ihm gut, es tut der Mannschaft gut, es tut dem Verein gut. Und für mich, ich habe mich nie wirklich, auch wenn es mir Spaß gemacht hat, wirklich als Trainer gefühlt, sondern ich glaube eher, dass meine Aufgabe das ist, was ich jetzt in Zukunft machen werde. Danke. Aber ich muss auch gestehen, wenn ich Lust habe, dann werde ich immer noch rausgehen und ein paar Freistöße schießen, weil es mir wurscht ist. Dann darf ich bitten, den Peter Linden eine Reihe Retour und im Anschluss den Kollegen Rainer Bortenschlager von der Krone. Bitte, Peter. Steffen, du hast zuerst gesprochen, 20 Jahre bist du gekommen, hast nie geglaubt, dass du da oben stehst. Vor 20 Jahren hat Rapid 3 Jahre gebraucht, um sich von dem zu erholen und dann war alles leiwand. Meister, Champions League und so weiter. Ist so ein Zeitraum jetzt auch realistisch oder? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, damals hat es natürlich auch, wie ich gekommen bin, war die Austria ein Stück weit übermächtig mit Stronach. Aber ich glaube, der Vorsprung war nicht ganz so groß. Ich glaube, wir müssen uns auf das besinnen, wo wir gut sind. Und das ist eben diese Energie, die dieser Club bringen kann. Diese positive Energie voll mitzunehmen, unseren Weg konsequent gehen und der Weg wird sein mit sehr vielen jungen Spielern, weil ich davon überzeugt bin, dass wir die besten österreichischen Spieler zu uns bekommen werden. Und wenn wir den Weg wirklich gehen, braucht man natürlich ein Stück weit Geduld, aber irgendwann werden wir uns belohnen und dann wäre es natürlich wunderschön, wenn wir alle noch da sind und es so früh wie möglich passiert. Aber wie lange das dauert, ist, kann man nicht sagen, solange Salzburg so performt wie im Moment. Danke, dann bitte ich eine Reihe nach vor zum Rainer Bortenschlager, Kronenzeitung. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, macht man sich jetzt einmal Gedanken über die Struktur, auch was die Geschäftsführung betrifft, und dann begibt man sich auf die Suche, beziehungsweise wird es so sein, dass der Steffen Hoffmann hierarchisch immer dann hierarchisch an oberster Stelle steht, was die sportlichen Entscheidungen betrifft, man quasi darunter einen Sportdirektor sucht. Also noch einmal genau, es ist nicht so, dass wir die Überlegungen jetzt beginnen und das wird jetzt ewig dauern, aber wir müssen das uns dann sozusagen auf den Punkt bringen in den nächsten, sage ich jetzt einmal bis Weihnachten, dass wir im neuen Jahr wissen, wie sind wir da genau aufgestellt, was ist das Profil für den Wirtschaftsgeschäftsführer, das ist ja unbestritten, was ist das Profil, das wir im Sportbereich dann haben werden. Und klar ist, dass die maßgebliche Stimme dann da der Steffen haben wird. Aber was das dann auch strukturell drunter ist, das ist auch seine Aufgabe, dann gemeinsam mit den anderen, vor allem im Sportteam und auch dem Organisationsteam zu sagen, wie ist denn der Verein jetzt einmal von unten nach oben aufgestellt, die Abteilungen und so weiter, und dann auch, wie ist die Geschäftsführung aufgestellt. Da sollten wir uns, glaube ich, die Zeit nicht ewig nehmen, aber doch ein paar Wochen nehmen, weil, jetzt sage ich, ein bisschen kenne ich mich in Organisationen aus, ganz habe ich das Organigramm noch nicht verstanden, wie es jetzt ist, und orte, dass es da den einen oder anderen Verbesserungsbedarf gibt, und das muss man jetzt eben rasch beantworten. Und ich glaube, das wird uns gut gelingen. Das heißt aber, Sora, wenn ich nachbohre, der neue Mann, Sportdirektor, Geschäftssport, wie auch immer man es dann bezeichnen möchte, hat dann nicht alle Freiheiten in der sportlichen Entscheidung. Das heißt, der starke Mann bei sportlichen Entscheidungen bleibt der Steffen Hoffmann. Und angehängt auch jetzt, man beginnt ja oder man muss ja frühzeitig planen, wenn man sich jetzt Zeit lässt, Kaderentscheidungen, wer trifft die dann jetzt im Frühjahr? Der Zocki Barasic, der Steffen Hoffmann, gemeinsam. Also, man hat sich ja geeinigt, dass der Zocki Barasic Trainer bleibt, aber es geht ja darum, Vertragsverlängerungen vielleicht, dass man auch schon Ausschau hält, wen könnte man im Sommer holen?
Also wir haben, oder ich habe gebeten, und dass wir am Montag dann das beschließen, dass unser Sportkomitee oder Sportausschuss mit dem Michi Theuner, Michi Harz und Steffen Hoffmann uns einen Vorschlag machen, natürlich in Zusammenarbeit jetzt mit dem Zoki Barisic. Was ist da unsere mal kurzfristige Strategie für die jetzige Transferphase und aber dann auch schon bis zum Sommer. Und gleichzeitig werden wir im Wirtschaftskomitee uns auch sehr rasch überlegen, was sind denn überhaupt unsere finanziellen Möglichkeiten und Ziele, die wir uns setzen, und was können wir zur Verfügung stellen, was brauchen wir für ein Budget, um einmal den Kader, das ist, glaube ich, sozusagen das Hauptpunkt, die Leute, die wir halten wollen, die jetzt einmal auch zu halten, das ist einmal der erste wichtige Punkt, und möglichst rasch dort, wo es notwendig ist, noch die Verträge zu kommen, und wo gibt es allenfalls Änderungsbedarf und was kostet es. Und das dann auch, also das muss ja eigentlich für die Phase jetzt vor Weihnachten noch passieren, und dann werden wir da die Entscheidungen, was das Präsidium trifft, betreffen. Und ich bin, so habe ich es jetzt auch schon kennengelernt, ganz sicher, dass der Steffen und der Zoki da einfach so eine gemeinsame Sicht entwickeln können, dass es da keine großen Kampfabstimmungen geben wird. Klar ist auch aus meiner Sicht, aber dass man natürlich jetzt einmal rein formal gesprochen, muss man auch klar definieren, dass auch wenn wir jetzt an der Geschäftsführung selber nichts ändern, momentan jetzt unter Anführungszeichen vor Weihnachten, dass man dann sagt, es muss klar sein, dass die zwei unabhängig, also Barisic, Hoffmann, da gemeinsam entscheiden und man nicht sagt, da sind noch drei Ebenen irgendwie dazwischen oder so, das muss auch klargestellt sein. Und letzte Frage noch, es wird immer für Geduld plädiert, die man braucht, das ist ein mittelfristiges, langfristiges Projekt. Für wie viele Amtsperioden sind Sie jetzt bereit? Und Sie sind jetzt einmal für 3 Jahre gewählt, ist dann der Plan vielleicht eine zweite Amtsperiode, eine dritte? Ist es ein 3-Jahres-Programm? Also irgendwie habe ich so Déjà-vu-Erlebnisse, weil auch wenn ich das erste Mal ORF-Generaldirektor wurde, haben wir gefragt, und werden Sie sich in 5 Jahren wieder bewerben? Also ich habe damals gesagt, das überlege ich mir dann, wenn es in die Nähe einer zweiten Periode kommt, aber momentan lege ich so an, dass ich sage, ich möchte jetzt die 3 Jahre das jetzt einmal machen und dann, also jetzt auch nicht sagen, ich mache es dann sicher nicht, weil dann ist man ja gleich am ersten Tag Ding, aber auch nicht sehr da sagen, dass ich das wieder auf x Perioden anlege. Muss ich noch einmal nachfragen, wie viel Zeit glauben Sie, müssen Sie investieren für das Ehrenamt? So eine Frage, die jeder Rapid-Präsident bislang unterschätzt hat. 14 Stunden. Ja, also wenn ich denn auf die letzten 3 Wochen zurückblicke, stimmt's. Aber ich und wir beide haben da auch eigentlich die klare Vorstellung, ich verstehe, das Präsidium ist wie ein Aufsichtsrat. Ein Aufsichtsrat hat sich zu überlegen, was ist die Strategie, was sind die Strukturen, die man schafft, und die wesentlichen Personalentscheidungen zu treffen, dass dann die operative Struktur, sprich eine Geschäftsführung, einen Handlungsspielraum hat, wo sie weiß, was sie sozusagen, was die Ziele sind, und eine große Freiheit hat, das auch umzusetzen, und nur in ganz wesentlichen Fragen dann den Aufsichtsrat sozusagen beschäftigt und man sich das vorbehält. Und dann kontrolliert man und schaut man sich an, erreicht man die Ziele, und wenn ja, läuft es eh, und wenn nicht, dann muss man wieder reagieren. Und da, so sehe ich die sehr, vielleicht etwas idealistisch, dass man sagen, wir werden jetzt die nächsten 2-3 Monate, bis das alles steht, sehr, sehr hart arbeiten müssen und mehr als das, was vielleicht da üblich ist, und dass aber dann, wenn es läuft, das wirklich weniger werden wird. Und ich bin ein großer Anhänger von einer gewissen Organdisziplin, dass man nicht auf allen Ebenen an alles entscheidet, sondern möglichst viel sozusagen in einer Pyramide nach oben, und nach oben hin nur das, wo man wirklich sagt, das sind die großen strategischen Entscheidungen. So, ob das idealistisch ist, war wieder nicht die Antwort auf die Frage genau,
Aber mir hat Martin Bruckner gesagt, es ist ungefähr 20% eines Vollzeitäquivalents. Danke, dann darf ich das Mikro ganz nach hinten mal zum Martin Lang hat sich schon lange gewählt vom F. Na ja, da sind Sie sich uneinig. Ich muss jetzt noch nachfragen. Es ist so, der Zocke kann man zum Beispiel nicht sagen, Zocke, du bist jetzt Trainer, kriegst einen Trainervertrag bis 2024 oder 2025. Ist jetzt der Zocke mit dieser Wahl überhaupt noch Sportgeschäftsführer? Weil bisher war der Zocke ja dir vorgesetzt eigentlich als Sportkoordinator. Nicht? Das scheint jetzt umgekehrt zu sein. Also kann man das sagen, ist jetzt der Zocke nur mehr Trainer? Nicht? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz irgendwie. Welchen Titel? Wir leben im Land Österreich, du kennst das Land, da hat man einen Titel. Jetzt war Sportkoordinator. Bleibst du jetzt eine Zeit lang? Wie schaut das genau aus? Und dann habe ich auch noch eine Zusatzfrage an den Präsidenten. Kannst du das beantworten jetzt, bevor wir es vergessen wieder? Nein, ich glaube, im Moment ist es ganz klar, dass der Sport, Zocke Geschäftsführer Sport ist und interimistisch Trainer. So steht es in seinem momentanen Arbeitspapier. Viel mehr gibt es dazu nicht zum Sagen. Aber die Perspektive, ich meine, das steht zwar drin, aber der Plan, die Weitsicht ist ja, dass der Zocke ganz einfach Cheftrainer wird, wechselt. Wer weiß, was? Aber ich sage ja, das sind genau die Dinge, die man jetzt noch, also auch wenn es Gespräche und Vorgespräche gegeben hat, als Präsidium entscheiden muss und dann muss man auch, so würde ich es halten, mit den Betroffenen einmal dann auch mit einem Mandat, nicht nur als Kandidat, sondern mit einem Mandat reden und dann kommunizieren. Und daher bitte wirklich um Verständnis, okay, dass man nicht sagt, was wäre, wenn, dann und so. Formal ist es, wie der Steffen gesagt hat, er ist jetzt der Sportgeschäftsführer und er ist auch der Trainer. Und wir haben auch gesagt schon, wir wollen, dass er jetzt einmal möglichst lange Trainer auch bleibt und dass wir aber dann auch mit ihm, und eines ist auch klar, er jetzt, das ist jetzt wieder der Vorteil, dass der Steffen ja in der GmbH ist, dort ganz, ganz eng sich mit ihm abstimmt und auch eine Unterstützung bekommt, weil natürlich ist er da jetzt, kann er nicht alles in Personalunion machen, aber formal ist es so und wenn sich was ändert, dann werden wir das, wenn wir es intern besprochen und geklärt haben, das auch gerne sagen. Jetzt bitte Martin Lang. Ich hätte zum Abschluss nur zwei kurze Fragen. Die eine ist relativ kurz, das betrifft das Präsidium. Also Kollegen Hartz und Singer wollten das nicht beantworten. Aber das war noch eine Frage an mich, aber ich habe jetzt nicht den. Das Präsidium war ja bisher von den Entscheidungsgewalt des Präsidiums. Ich glaube, bisher das Präsidium, dadurch, dass es zwei Geschäftsführer gibt in dieser Struktur, musste, glaube ich, nur gefragt werden, ich meine, das Präsidium bestellte Geschäftsführer und, glaube ich, bei der Cheftrainerfrage ist es. Also jetzt sage ich einmal so, auch jetzt müssen wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten zum Teil mit interimistischen Geschäftsführungskonstellationen, da muss man mehr dann entscheiden, weil man muss es ja auch bestimmte Dinge sagen, die werden jetzt nicht entschieden oder so entschieden, weil ja, wenn dann eine endgültige Struktur und eine endgültige Personalbesetzung ist, dann will man nicht wieder von vorne anfangen. Aber grundsätzlich sehe ich nicht, dass das Präsidium jetzt irgendwie mächtiger im Sinne von operativer wird. Ja, im Gegenteil, wir haben das Verständnis, wir wollen eben das so aufstellen. Deswegen haben wir auch gesagt, und das Präsidium als Ganze sich, wie ich das dargestellt habe, mit diesen Ausschüssen sehr stark auch arbeitet, aber im Prinzip mit einer Delegation nach unten auch sehr stark arbeitet. Am Anfang wird es noch ein bisschen anders sein, da müssen wir sagen, wer hat da was, was behalten wir uns vor, aber strukturell sollte es nicht mehr werden. Jetzt, Chris, Martin, bitte. Kein Stress. Zwei kurze Fragen zum Abschluss. Stefan Singer und Michi Arz haben sich geweigert, es zu beantworten, aber es ist Aufgabe des Präsidiums. Wäre Geld für Wintertransfers zum Beispiel vorhanden, um auch einzukaufen, oder müsst ihr erst den Kassasturz machen? Nein. Ronaldo. Ja, der soll frei sein. Ja, nein, aber ich habe es schon gesagt, wir müssen einmal wissen, wie viel aus Sicht des Sports
braucht man? Und das Zweite, wie viel haben wir? Und wir werden jetzt keinen riesen Kassasturz machen, der Monate dauert, aber wir müssen uns das anschauen mit dem, das ist einer der, auch einer der Vorteile auch, neben mehreren, dass der Stefan Singer ja da unmittelbar den Einblick hatte, jetzt auch als Finanzreferent. Da Werner Kuhn nicht lange brauchen wird, sich da ein Bild zu verschaffen und uns dann in diesem Finanzausschuss das rasch mitteilen wird. Und das muss eben zeitnah, sprich in den nächsten 2-3 Wochen passieren. Und dann auch die Abstimmung im Sport und was trauen wir uns jetzt und was tun wir und was brauchen wir, damit man agieren kann. Und zum Abschluss an alle drei Personen, also nicht an den Herrn Klingelmüller, der arbeitet da schon länger. Erleichtert, Rapid ist ja ein besonderer Verein in Österreich. Einerseits ist er Arbeiterfußballverein sein, andererseits ist es ein hochprofessioneller Club, der was Herausforderungen betrifft, ja in den der sehr guten oberen Teil des europäischen Fußballs mitspielt oder mitspielen möchte. Erleichtert auch diese Popularität des Vereins eure jeweiligen Aufgaben für die Zukunft oder erschwert es? Naja, es erschwert es in dem Sinne, als dass wir natürlich ständig im Rampenlicht stehen und alles, was wir tun oder nicht tun, wird natürlich dann auch genau hingeschaut und wir werden das natürlich dann auch in der Öffentlichkeit serviert kriegen. Insofern sind vielleicht Dinge manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man es zuerst einmal intern abklären will, dass das dann vielleicht schon zu einem Zeitpunkt nach außen dringt, wo man vielleicht Diskussionen oder Entscheidungen noch nicht endgültig getroffen hat. Es erleichtert aber umgekehrt unsere Arbeit sicherlich auch, weil damit ein gesunder Leistungsdruck entsteht. Also, ich meine, ich finde das fantastisch und bin immer noch beeindruckt, weil das, wenn man da vor 1.200 Menschen sitzt und die nehmen sich am Wochenende Zeit, stundenlang, sich da eine Entscheidung wirklich sozusagen zu überlegen und machen dann mit so großer Zustimmung das. Das ist ein fantastisches, motivierendes Erlebnis. Ich weiß, und die Rapid-Geschichte kenne ich auch ein bisschen, das bleibt nicht immer so und wird es auch schwierige Situationen geben. Aber ich finde, das ist einfach großartig und ist meine Freude und macht mich wie auch stolz, dass wir da jetzt so sitzen. Wunderbar. Ich hoffe, der Steffen kommt noch dran. Ja. Ja, es ist sehr, wie als Spieler. Es gibt einerseits nichts Schöneres, wie für diesen grandiosen Club zu spielen. Aber andererseits ist der Stress manchmal sehr, sehr schwer. Und das, glaube ich, ist sowohl am Platz als auch außerhalb vom Platz. Wenn man hier in der Verantwortung steht, ist das einfach so. Aber ja, ich glaube, dass wir da ein Team sind, das mit dem ganz gut umgehen wird können und wir da zielstrebig, auch wenn es Rückschläge geben wird und die wird es geben, weil das Leben einfach so ist, damit gut umgehen werden und immer weiter das Beste für den Club machen wollen. Alles klar. Steff, leider. Ich wollte dir eigentlich das Schlusswort eben geben, jetzt. Muss ich trotzdem mich dann jetzt nochmal sagen, vielen Dank fürs Interesse, Gratulation nochmal und schönen Abend noch. Danke. Danke. Okay. Servus. Zu einem Plan durch.